Und damit einen schönen guten Morgen zu Die Welt am Morgen. Boah, schönen guten Morgen auch von mir. Ja, Thomas, nach einem ersten erfolglosen Versuch in der vergangenen Woche ist es aber nun gelungen, die ersten Deutschen aus dem Sudan zu evakuieren. So, damit schauen wir aufs sportliche Wochenende, auf den Fußball, auf die Bundesliga. Ja, ziemlich spannendes Rennen dort an der Tabellenspitze. Hier und desaströs vor allem für einen Verein. So, dann haben wir noch diese Bilder für Sie, liebe Zuschauer und Zuschauer. Filmreife Verfolgungsjagd, und zwar vor der Küste Mallorcas. Ein Hubschrauber und ein Polizeiboot jagen ein mit Drogen bepacktes Schnellboot an der Ostküste der Baleareninsel. Zunächst auf Wasser, dann geht das Ganze aber auch noch an Land weiter. Ein Krimineller wurde dabei geschnappt, zwei weitere konnten fliehen. Das Drogenschnellboot war den Angaben zufolge von der nordafrikanischen Küste aus gestartet und hatte sich in Richtung Mallorca bewegt. So, wir schauen mal nach oben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf unsere geliebte Dachkamera oder mit unserer geliebten Dachkamera über Berlin. Regie, kriegen wir das jetzt hin oder nicht? Nee. Oh, ja. Oh, schauen Sie mal. Das sah aber heute früh, also das sieht dramatisch aus, das sah heute früh schon aber besser aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es sind ein paar Wolken dazugekommen. Ja. Eigentlich war es ein richtig schöner Sonnenaufgang. Ja. Aber vielleicht sind Wolken jetzt auch genau unser Thema, Thomas. Maira muss das jetzt mal für uns sortieren. Mache ich sehr gerne. Guten Morgen. Guten Morgen, Maira. Ja, ich meine, ist doch gut. Wir hatten ja ein traumhaft schönes Wochenende und jetzt gibt es ein bisschen Regen für die Natur. Wunderschöne Zierkirschen, die brauchen ja auch ein bisschen was. Ich freue mich drauf. Oder? Nicht auf den Regen. Ja, also nach dem überwiegend wirklich sehr, sehr schönen Wochenende bekommt, kann man auch sagen, die erwachende Natur mal wieder etwas Regen ab. Guten Morgen. Morgen bleibt es dann verbreitet, aber wieder wechselhaft. Und so geht es dann halt auch in den kommenden Tagen weiter. Der Wind zunächst morgen an der Nordsee, verlagert sich am Mittwoch dann an die Ostsee. Die Temperaturen schwächeln zunächst auch etwas, pünktlich zum Freitag wird es dann aber wieder freundlicher und milder mit bis zu 22 Grad. Entschuldigung, ich muss jetzt noch mal nachfragen. Berlin heute Regen oder nicht? Also wird es nass von... Ja. Wird tatsächlich nass von... Ja. Wobei das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und damit nehme ich das mal rüber für den Programmpunkt, um den es auch gleich gehen wird hier in der Sendung. Das wird ja so ein Klimakleber, so ein letzte Generation-Mitglied nicht davon abhalten, heute für, also zumindest ist das angekündigt, den kompletten Stillstand dieser Hauptstadt zu sorgen. Ja, die Messlatte an Erwartung liegt jetzt ziemlich hoch. Mal sehen, ob der Kleber hält überhaupt bei dem Regenwetter. Ich lege sie niedrig, weil irgendwie müssen die Leute ja von A nach B im Berufsverkehr jetzt und dann irgendwann auch wieder nach Hause. Das wird uns gleich beschäftigen, wie gesagt. Unbedingt. Und wir schauen auch noch mal auf die Bayern, denn da läuft's gar nicht gut, auch nach dem Trainerwechsel. Ach, also das müssen wir gleich mal auseinandernehmen. Unser Reporter in München wird das für Sie analysieren. Bis gleich. Nach der Demütigung durch Mainz 05 kämpfte die schockierte Führungsriege des FC Bayern vergeblich um Erklärungen für diesen Absturz. Der in der Kritik stehende Vorstandschef Oliver Kahn attackierte zwar die Spieler, sprach von einer Katastrophe, sollte die Saison ohne Titel enden, stellte sich aber demonstrativ vor Trainer Thomas Tuchel. Filmreife Verfolgungsjagd vor der Küste Mallorcas. Da haben wir Bilder für Sie. Ein Hubschrauber, ein Polizeiboot jagen ein mit Drogen bepacktes Schnellboot an der Ostküste der Baleareninsel. Ja, zunächst, die Verfolgungsjagd fand auf dem Wasser statt, dann ging es weiter an Land. Denn schon am Strand wurden die Kriminellen verfolgt. Einer wurde dabei geschnappt, zwei weitere konnten allerdings fliehen. Das Drogenschnellboot war den Angaben zufolge von der nordafrikanischen Küste aus gestartet und hatte sich in Richtung Mallorca bewegt. So, damit schauen wir zur Börse an diesem Montag. Morgen einen guten Morgen von Berlin nach Frankfurt. Anne, wie sehen die Vorgaben für den heutigen Montag aus? Guten Morgen nach Berlin. Ja, die Vorgaben sind jetzt nicht wirklich prickelnd, muss man sagen. Wir fangen mal an mit den asiatischen Märkten. Arne, fürs erste Dankeschön nach Frankfurt. Und wir haben noch eine gute Nachricht für Sie. Die ist heute ja vor allem für... Die einen sagen so, die anderen sagen so, weil es hängt dann wirklich von der Befindlichkeit ab. Also für die Genießer der Hopfenkaltschale mag das jetzt wirklich perspektivisch eine gute Nachricht sein, weil... Thomas, läuft das kalt in den Rücken? Nein, also viel zu früh.
Nee, immerhin, es gibt gute Nachrichten in Sachen Hopfen. Deutschland ist nämlich einer der Großproduzenten für den Hopfen. Und man hatte schon Befürchtungen, dass wegen des Klimawandels dieser Anbau hier in Deutschland wirklich Probleme bekommen könnte. Aber die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft hat zum gestrigen Tag des Bieres mitgeteilt, dass man 2 neue Hopfensorten zum Anbau freigegeben hat. Ja, und die heißen Tango und Titan. Und mit denen könne man auch den Klimawandel überstehen. Also das Klima geht im Bach runter, aber das Bier ist sicher. Immerhin. Immerhin was. Kommen wir vom Klima zum Wetter, würde ich sagen. Ja. Das war eine Überleitung. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Aber ja, wenn es wärmer wird, dann werden ja auch die Biergärten voller. Und dann könnte man, also brauchen wir jetzt nur das Wetter dazu. Mal ja, genau. Und vor allem, der Hopfen braucht auch Wasser. Und die Natur auch. Und die gibt es heute. Tatsächlich. Tatsächlich, ja. Und dazu wird es aber leider ein bisschen kühler. Heißt also, so wirklich biergartentauglich sind die Temperaturen nicht. Aber heute noch immer mild und wechselhaft. So starten wir zunächst in diese Woche. Allerdings bleibt es in der Südhälfte oftmals schon frischer. Und das ist dann auch der Trend für die nächsten Tage. Insbesondere morgen bekommen wir nur noch 12 Grad in der Spitze. Oftmals bleiben die Höchstwerte auch noch darunter. Ja, und dazu sind weiterhin Schauer unterwegs. Nur im Süden werden weiterhin Wolken dominieren. Auffrischender Wind morgen an der Nordsee. Am Mittwoch verlagert sich dieser dann an die Ostsee. Und weiter Ausblick zum Freitag hin. Da wird es dann wieder trockener und vor allem auch milder mit bis zu 22 Grad. Dann kann man wieder in den Biergarten gehen. Ich fand es sehr interessant, auch dass heute kein Regen quasi nur über eine Region ist, über Leipzig, da wo Thomas herkommt. Ja, ist schon eine Weile her, das stimmt. Das ist wahr, aber in Berlin wird es regnen. Schauern, genau. Ja, Schauern, das hast du gesagt. Das wird aber die nicht abhalten, die heute die Hauptstadt ja zum Stillstand bringen wollen, liebe Zuschauer und Zuschauer. Hier sind wir. Hallo. Ja, das ist die richtige Kamera. Worüber reden wir? Über die Mitglieder der letzten Generation. Könnte heute, also zumindest ist es angedroht und angekündigt, zum Ausnahmezustand in Berlin führen, weil... Ja, weil man heute noch mal eine ganz große Protestaktion angekündigt hat. Unser Reporter Daniel Krupp wird sich auf den Weg machen. Das werden wir gleich hier noch mal besprechen. Wir schauen auch noch mal intensiv auf das Thema Evakuierungen aus dem Sudan. Da schauen wir drauf. Und auch übrigens mit unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner werden wir genau über das Thema Sudan sprechen. Die Söldnergruppe Wagner hat was damit zu tun. Also und ich bin ja mal gespannt, ob Daniel Krupp, der die Klimaaktivisten begleitet, heute in der Hauptstadt von A nach B kommt und ob wir ihn gleich schalten können, um mal zu fragen, wie sieht es denn aus in der Stadt? Bis gleich. Wir schauen aufs Wetter, liebe Zuschauer und Zuschauer. Ich würde mal sagen, das, was wir heute früh schon gehört haben, alle Durststrecke, aber dann wird alles wieder gut. Das stimmt. Das habt ihr euch gemerkt, oder? Wir gucken Richtung Samstag. Das ist der Lichtblick der Woche, da habt ihr absolut recht. Wir müssen uns aber noch durch ein paar Tage kämpfen und die schauen wir uns jetzt an. Heute am Dienstag haben wir den Temperaturtiefpunkt der Woche mit Schnee, Graupel und Gewittern. Am Mittwoch bleiben die kalte Luft und die Schauer noch im Norden und Osten. Im Südwesten wird es aber schon wieder freundlicher. Am Donnerstag kommt die Sonne wieder häufiger zum Zug, bevor der Freitag dann sehr unbeständig wird. Der Samstag ist aber, wie gesagt, unser Lichtblick der Woche. Lale, vielen Dank. Sehr gern. Beim Verkehr wollen wir bleiben, denn auch unsere gute Nachricht des Tages kommt aus dieser Kategorie. Allerdings geht es jetzt mal nicht um ÖPNV, sondern Fahrradfahrer. Die bewerten den Ausbau von Radwegen und Radinfrastruktur in Deutschland als positiv. Hätte man vielleicht gar nicht gedacht. Tatsächlich nicht irgendwie, oder? Es gibt aber eine Umfrage, eine aktuelle, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Und da sind Radfahrer besondere Punkte, folgende Punkte besonders wichtig. Breite Radwege, gute Angebote, Mieträder, die soll es genug geben und natürlich auch sichere Abstellmöglichkeiten. Metropolen wie Frankfurt, Hamburg und Köln, die sind schon relativ attraktiv für Fahrradfahrer. Trotz Verbesserung bewerten Radfahrer aktuell die Situation in Deutschland aber noch als ausbaufähig, so will ich es mal nennen. Wir schauen an die Frankfurter Börse zu Anne Grau. Anne, schönen guten Morgen. Gestern ging der DAX ja mit leichten Verlusten aus dem Handelstag. Wie wird das denn heute aussehen? Aus Amerika kommen nicht ganz so prickelnde Vorgaben, sehr zurückhaltende Vorgaben. Und deswegen wird der DAX auch heute ja wenig bewegt erwartet, wenn nicht sogar mit einem kleinen Minus. Na, dann schauen wir mal, wie zurückhaltend der Start des Handelstages um 9 Uhr dann gleich sein wird. Anne, vielen Dank.
Fortuna Düsseldorf plant eine Fußballrevolution. Ab der kommenden Saison will der Verein nämlich zunächst ausgewählte Partien und später dann auch langfristig alle Heimspiele für Zuschauer kostenfrei anbieten. Ja, der Verein soll heute seine strategische Neuausrichtung unter dem Namen Fortuna für alle offiziell vorstellen. In einer Pilotphase sollen die kostenlosen Tickets offenbar bereits in der kommenden Saison 23/24 bei 3 Begegnungen eingeführt werden. Möglich werde das durch die Einbindung von Sponsoren, schreibt die Rheinische Post. Derzeit liegt der Besucherschnitt bei Heimspielen des Tabellensechsten bei knapp 30.000 Fans. Also zumindest hier im Berliner Raum, die Sonne ist da, Lale, aber es ist empfindlich kühl. Da hatten wir schon Besseres auf dem Tablett. Was ist ja, los? Da hast du recht. Tatsächlich steigen ja die Temperaturen im Laufe der Woche an. Aber nachts bleibt es kalt. Wir erwarten teilweise sogar Bodenfrost. Also so richtig Sommer oder Frühling ist noch nicht da. Hauptsache er kommt. Ein kalter Nordwestwind blockiert den Frühling. Dafür zeigt sich heute aber häufig die Sonne. Morgen ist es im Norden und im Süden weiterhin schaurig, ansonsten wolkig mit etwas Sonne. Der Freitag bringt regional langanhaltenden Regen, im Westen sind sogar Gewitter mit dabei. Das Wochenende verspricht immerhin einen trockenen Mix aus vielen Wolken und Sonnenschein. Nachts gehen die Temperaturen aber wie gesagt nochmal zurück. Wir erwarten Bodenfrost, aber tagsüber wird es immer milder. Danke für den Moment, für die Aussichten. Sehr gern. Der Heizungsbauer Viessmann verkauft seine Klimatechnik-Sparte für 12 Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global. Der Klimaanlagenhersteller mit Sitz in Florida übernimmt damit auch das Wärmepumpengeschäft des hessischen Familienunternehmens. Beide Seiten einigten sich laut Viessmann auf den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen in den kommenden 3 Jahren. Zudem sei festgelegt worden, dass der Hauptsitz des Unternehmens für 10 Jahre im hessischen Allendorf bleibt. Viessmann beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von rund 4 Milliarden Euro. Und die Frage, die man sich an diesem Morgen stellt, Mick Knauf, guten Morgen von Berlin nach Frankfurt, ist das jetzt eine strategische Allianz oder möglicherweise ein weiterer Ausverkauf des Technologiestandortes Deutschland? Ja, ich denke, zuerst mal ist es tatsächlich eine strategische Allianz auf jeden Fall für Viessmann. Ich meine, es wurden ja Garantien abgegeben zum Arbeitsplatzerhalt, zum Standorterhalt. Allerdings, wie lange solche Garantien natürlich dann wirklich gelten, ja, da darf man durchaus mal ein paar Fragezeichen hintermachen. Denn selbst Viessmann hat ja im vergangenen Jahr schon angefangen, Produktionsstätten auch nach Polen zu verlagern. Mick, danke schön nach Frankfurt. Die SPD-Bundestagsfraktion plädiert für einen unabhängigen Zugang Deutschlands zum Weltraum mit eigenen Raketen und Satelliten. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das die Fraktion gestern in Berlin beschloss. Die deutsche Politik müsse in dem Bereich strategisch neu aufgestellt werden. Begrüßt wird eine mobile Startplattform in der deutschen Nordsee. Ja, wir bleiben beim Thema Weltraum. Der Versuch einer ersten kommerziellen Mondlandung durch das japanische Startup iSpace ist offenbar gescheitert. Der Konzernchef Takeshi Hakamada erklärte, die Kommunikation mit dem sogenannten Lander habe nach dem geplanten Erreichen der Mondoberfläche nicht hergestellt werden können. Auch wenn iSpace von einer missglückten Landung ausgeht, steht zunächst nur fest, dass die Sonde kein Signal absetzt. Ob sie womöglich doch weitgehend intakt aufsetzen konnte oder schwere Schäden erlitten hat, ist bislang unklar. Nur die USA, die Sowjetunion und China haben bisher erfolgreich Raumfahrzeuge auf dem Mond gelandet und betrieben. Apropos Fahrzeuge betreiben, die gute Nachricht heute, in San Francisco werden selbstfahrende Taxis serienreif. Die Robotaxi-Firma Cruise des Autoriesen General Motors hat damit einen Meilenstein erreicht. Die Fahrzeuge nämlich werden in ganz San Francisco unterwegs sein. Bisher fuhren sie ja nur in einigen Stadtteilen und vor allem nachts. General Motors hatte das Startup Cruise 2016 übernommen. Der Autokonzern und andere Investoren haben seitdem Milliarden in die Entwicklung des autonomen Fahrens gesteckt. Wir sind nach einer ganz kurzen Unterbrechung nur selbstverständlich gleich wieder für Sie da und beschäftigen uns mit den zum Glück vereitelten Terroranschlägen in Hamburg. Bis gleich.
Und die gute Nachricht des Tages, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Seetangwälder sind wertvoller als gedacht. Auf 500 Millionen Dollar wird ihr Wert geschätzt, wenn der Mensch sie richtig nutzen würde. Zum Beispiel zur Ernährung, vor allem für Menschen, die küstennah leben. Sehen Wissenschaftler riesiges Potenzial, aber auch im Kampf gegen den Klimakiller CO2. Die riesigen Seetangwälder könnten dabei helfen, das CO2 zu absorbieren. So, ich mache mir zum Frühstück jetzt mal einen kleinen Seetangsalat mit ein bisschen Öl, mit ein bisschen Essig. Salzig ist er ja schon. Und hier gibt es gleich weitere Meldungen. Bleiben Sie dran. Spanien leidet unter einer extremen Dürre und einer Hitzewelle. Der Wetterdienst rechnet mit den heißesten Apriltagen seit 1950. Die Touristen, die freut's. Die Landwirtschaft allerdings leidet unter diesen hohen Temperaturen. Die spanische Regierung hat sich daher an die EU-Kommission gewandt und um Nothilfen gebeten. In Sevilla ist ein Pferd, das eine Kutsche für Touristen ziehen sollte, Opfer der Hitzewelle geworden und auf der Straße zusammengebrochen. Aber die gute Nachricht, das Pferd hat überlebt. Hitzewelle in Spanien und hier schneit's an manchen Orten. Was ist da los, Lale? Ja gut, es schneit so 1000 Meter aufwärts. Ja, du hast gestern von Schneeflocken gesprochen. Das stimmt. Ich habe mich erinnert. Oh, sehr gut aufgepasst. Ja, tatsächlich wird's bei uns auch wärmer in den kommenden Tagen. Am Rhein-Main-Gebiet werden vielleicht die 20 Grad geknackt. Sehr viel heißer wird's aber nicht. Heute ist der freundlichste Tag der Woche. Die Temperaturen liegen zwar unter dem April-Durchschnitt, aber die Sonne zeigt sich häufig. Am Freitag zieht von Westen her Regen aus, der den Osten am Nachmittag erreicht. Regional sind auch Gewitter mit dabei. Ab Samstag bleiben noch kurze Schauer übrig, gegen Nachmittag sind die dann aber auch weg. Der Sonntag wird freundlich und nur ganz im Süden kurz mal nass. Der Maifeiertag wird dann ganz ähnlich. Dankeschön, Dale. Sehr gern. Bleibt uns noch der Blick auf die Börse. Wir blicken nach Frankfurt zu Mick Knauf. Mick, wie ist denn der DAX in diesem Donnerstag gestartet? Ja, guten Morgen, Fanny. Jetzt aktuell liegen wir mit 17 kleinen Punkten dann doch vorne. Dankeschön, Mick, nach Frankfurt. Gerne, Fanny. So geschwächt ist auch das Wetter im Moment, liebe Lale. Ja, in Spanien haben wir 40 Grad und hier in Deutschland bibbern wir. Oh, wir sind weit entfernt von 40 Grad. Es wird maximal mal 20 Grad erreicht im Rhein-Main-Gebiet, auch nur ganz regional in den kommenden Tagen. Hier ist es sehr viel kälter, da hast du recht. Die freundlichen Stunden heute werden schon in Kürze ein Ende finden, denn Regen zieht auf. Etwas Regen hält sich am Samstag noch im Osten. Sonst bringt der Tag einen freundlichen Sonne-Wolke-Mix. Der Sonntag wird der freundlichste Tag der Woche mit viel Sonne im Osten und Norden. Am 1. Mai ziehen dann ein paar Schauer auf, aber von den Küsten bis Nordbayern ist es freundlich und trocken. Der Tag verläuft ohne viel Drama. Das war meine Lieblingsstelle. Also das sind doch gute Aussichten. Dankeschön, Lale. Nehmen wir. FWW. Freitag, Wochenende, Wetter. Guten Morgen, Lale. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tatjana. Hi. Nu? Ja, wir haben ein langes Wochenende vor uns. Das Wetter ist wichtig. Wir haben gute Tage und nicht so gute Tage. Aber erstmal müssen wir durch den Freitag kommen, denn heute wird es regnerisch. Im Süden erwarten wir lang anhaltenden Regen. Ab morgen sind das aber nur noch kurze Schauer. Heute freut sich also die Natur. Morgen können wir uns wieder freuen. Aus dem heutigen Regen wird morgen kurzer Schauer im Osten. Sonst bleibt es trocken mit mal mehr, mal weniger Wolken. Der Sonntag wird der freundlichste Tag der Woche mit sehr viel Sonne im Osten und im Norden. Am Maifeiertag gibt es Schauer, aber von den Küsten bis Nordbayern ist es freundlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad. Lale, danke schön für die Aussichten. Sehr gern. Das passt schon. Klar. So, wir schauen gleich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf einen fulminanten Fehlstart in der Bundeshauptstadt. Der Bürgermeister, der es werden wollte, wurde es erst im dritten Wahlgang. Da war jetzt aber viel Häme in deinem Tag. Nein, überhaupt nicht. Aber ich meine, ein guter Start sieht anders aus, oder? Also, da sind Sie doch bei uns, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das wird uns gleich beschäftigen, das Thema. Bis gleich.
Und natürlich, liebe Zuschauer und Zuschauer, an diesem Morgen der Blick von Berlin nach Frankfurt. Freundliches guten Morgen dorthin. Patrick, wir schauen auf die Vorgaben auch an diesem Freitagmorgen, die heute wie aussehen. Thomas, ich bin immer noch total beeindruckt. Grüße nach Berlin von dem Bild. Also, dass das tatsächlich passieren kann da bei dem Auto. Poch, ich hoffe, dem geht's allen gut. So, also, gut wird's uns hier auch vor dem Wochenende in Frankfurt, denke ich mal, gehen. Das Wetter ist so gemischt, aber die Börsenkurse, die stehen auf Sonnenschein. Patrick, fürs erste Dankeschön nach Frankfurt. Gerne, top. Die gute Nachricht des Tages: auf den Urlaub, das Auto oder mal auf Fleisch verzichten. Mehr als 2/3 der Deutschen wären bereit, sich für den Klimaschutz einzuschränken, um die Klimaziele zu erreichen. Naja, und dafür wollen sie zum Beispiel weniger heizen oder gar das eigene Auto abschaffen. Das ergab eine Umfrage. Nur 19% übrigens wollen sich gar nicht einschränken. So viel Engagement fürs Klima, das ist einfach mal, klar, eine gute Nachricht des Tages wert, oder? Wäre noch schöner jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn auch, also das wäre quasi der Schlag Obers, ja, auf diese Meldung, das Wetter am Wochenende. Lade? Ja, ich bin froh, dass du Wochenende sagst, denn heute habe ich erstmal keine gute Nachricht. Außer für die Ostseeküste, das ist tatsächlich die einzige Region in Deutschland, wo es heute trocken bleibt. Aber am Wochenende wird es schöner. Heute zieht regional starker Regen durch. Davon bleiben morgen nur noch Schauer zurück. Morgen bleibt es trocken, nur im Osten kommen ein paar Tropfen vom Himmel. Der Sonntag wird der freundlichste Tag der Woche. Die Sonne verwöhnt vor allem den Norden und den Osten. Der 1. Mai sieht dann ganz ähnlich aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad. Regional kann auch mal die 20-Grad-Marke geknackt werden. Lale, danke für die Aussichten. Sehr gern. Kann man Fehlstart nennen, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dritter Wahlgang, dann erst hat es geklappt. Gestern für Kai Wegner, der jetzt sich regierender Bürgermeister nennen darf. Nur wie viel Regieren ist überhaupt möglich, wenn schon der Start so katastrophal gelaufen ist? Das ist ein Thema. Gleich bei uns. Bleiben Sie dabei.